Hallo zusammen zum WOTCOM.de Wochenrückblick vom 27.01. bis zum 2.02. Wir starten mit dem ersten und wichtigsten Thema für diese Ausgabe, und zwar dem neuen Design von WOTCOM.de. Ihr seht, es ist deutlich übersichtlicher geworden, es ist deutlich angepasster und moderner. Wir haben ein neues Kommentarsystem, wo es einfach leichter ersichtlich ist. Es gibt die letzten Beiträge, die gepostet worden sind, die letzten Kommentare, die geschrieben worden sind, ein übersichtliches YouTube-Fenster des letzten Videos und ansonsten die gewohnten Reiter. Also ich hoffe, euch gefällt's. Dieses ist nun final. Dann starten wir aber die Themen mit dem Entwicklertagebuch vom 27.01. Und zwar ist es geplant, oder es wird es in Zukunft so sein, dass Panzer mit überdurchschnittlichen großen Kanonen bzw. großkalibrigen Kanonen während des Schießens leichter zu spotten sein werden. Also das heißt natürlich, für die TDs mit großen Kanonen wird man auch wieder leichter aufgedeckt. Dann für alle World of Tanks Fahrer, die auf die Xbox-Version warten, da kann man gute Neuigkeiten verkünden. Die Beta ist mittlerweile geendet. Jetzt gibt es ein paar Tage Downtime. Sobald dann die Server offiziell geöffnet werden, haben erstmal die Beta-Tester wieder Zugang und danach dürfen aber dann alle rein. Also viel Spaß mit World of Tanks für die Xbox. Das Entwicklertagebuch am 28. Da gab es dann einen Nerf für den Testserver angekündigt, und zwar die Strukturpunkte vom Waffenträger auf EN100 werden um 200 gesenkt. Das heißt, er verliert von 2200 auf 2000 Strukturpunkte wieder reduziert, und natürlich wird dieser Nerf dann auch in den Release wahrscheinlich dann eingehen. Das heißt also hier natürlich wieder ein erneuter Nerf für den Waffenträger zu den Veränderungen, die es schon in Phase 1 gegeben hat. Das Entwicklertagebuch am 29.01. war es dann in zwei Teile aufgeteilt worden. In Teil 1 wurde gesagt, dass die Nationengefechte, so wie sie jetzt auf dem Testserver sind, auch final auf den Hauptserver kommen werden. Wenn es dann natürlich zu gravierenden Schwierigkeiten bzw. balance-technischen Aspekten kommen wird, dann kann es natürlich sein, dass hier noch angepasst und nachgelegt werden muss. Das Entwicklertagebuch am 29.01. Da ist dann mitgeteilt worden, dass World of Warships eine eigene Version von der Big World Engine hat. Das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, hier wird die Big World Engine immer weiter überarbeitet und weiter verbessert. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir in World of Tanks auch nach wie vor mit grafischen Neuerungen rechnen dürfen. Der Panzer 4 wird mit Patch 090 geteilt. Und zwar wird es so sein: auf Tier 3 gibt es dann den Panzer 4 Ausführung A und auf Tier 4 gibt es dann den Panzer 4 Ausführung D. Und dann ebenso Schicksal wird auch das Stuck ereilen. Also hier wird es auch das gleiche geben, nur wie die Namen und wie dann die Tierstufen sein werden, das kommt erst später. Das Entwicklertagebuch am 30. Das ist dann gesagt worden, dass es leider für die Fahrer vom Premium T34 keine Verbesserungen geben wird. Das heißt, so wie er derzeit ist, wird er auch erstmal bleiben. Patchnotes von der Phase 2 vom Testserver. Diese gehe ich jetzt nicht alle durch, sondern ihr könnt diese einfach in den Kommentaren hier unten unter dem Video direkt den Link zu der Seite aufrufen. Dann gab es Änderungen auch der Modelle vom Testserver. Natürlich hier zu sehen sehr stark am WZ120. Natürlich auch am T54, und die Kuppel wird dann zum Beispiel etwas höher werden, als es derzeit der Fall ist. Und so weiter und so fort. Das Entwicklertagebuch am 31.01. hat natürlich auch eine spielentscheidende Neuerung mit sich gebracht, und zwar das Renderlimit wird zukünftig ein Kreis sein von 700 Meter Durchmesser. Momentan ist es ein Quadrat mit 500 Meter Seitenlänge. Das ist natürlich eine Vereinfachung des Sichtsystems. Dieses soll natürlich und wird natürlich damit leichter spielbar sein und auch natürlich leichter erklärbar. Also ich denke, das ist aus spieltechnischen Gründen eine gute und tolle Verbesserung. Dann gibt es was Neues von dem Thema YouTube. Und zwar gibt es ab sofort monatlich einen Bonuscode, den ihr auf YouTube gewinnen könnt. Der ist dann ganz leicht zu bekommen. Ihr müsst einfach den Kanal abonniert haben und unter eines oder mehrere Videos einfach euren World of Tanks Nick schreiben, und dann seid ihr schon automatisch bei der monatlichen Auslosung dabei. Das wird dann per Zufallsgenerator gemacht, und wie gesagt, der Gewinner bekommt dann einen Code mit 1000 Gold und einen Tag Premium. Dann wird zwar auch wieder was Neues für die Tablet-Variante von World of Tanks geben, World of Tanks Blitz. Hier unten seht ihr eben ein Bild, so wird das Ganze dann aussehen, beziehungsweise das Interface.
Das Spiel selber wird 7 wie versus 7 sein, das heißt nicht wie World of Tanks 15 gegen 15, sondern 7 gegen 7. Die Kämpfer sind kürzer als in World of Tanks, also unter 7 Minuten. Bei Release werden 8 Karten enthalten sein und über 100 Panzer, und erscheinen wird das Ganze in der ersten Hälfte 2014. Das Entwicklertagebuch am 1.2. Da ist jetzt eine schöne Neuerung für alle YouTuber-Twitch-Streamer gesagt worden, und WG hat wohl eine Kooperation mit Twitch, Twitch gemacht, und zwar in der Form, dass man zukünftig direkt über das Spiel streamen können wird. Das ist natürlich eine schöne und leichte Neuerung, dass man da jetzt einfach nicht nochmal extra was braucht, sondern direkt über das Spiel das Ganze streamen kann. Und das letzte Thema, es gibt neue russische TDs im Supertest, 3 an der Zahl. Und zwar einmal den Tier 5 GAZ, sieht man hier, den Premium Tier 3 CIS 30 und einen Tier 7 Premiums namens IT. Die Preise sind natürlich derzeit noch nicht sicher. Ob die 6700 Gold Bestand haben, werden wir erst auf dem Live-Server sehen. Das waren die Neuerungen bzw. die Themen der vergangenen Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Mich würde es sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.